Hey, hier war aus dem Leben gefilmt. Heute zum großen Vergleich zwischen Osmo Action und GoPro Hero 7. Ich habe mir die beide hier mal an meinem Dualhandle von meinem Gimbal befestigt und werde jetzt mal ein paar Testaufnahmen beide nebeneinander machen. Als allererstes in 4K einmal 60 FPS mit der Action und 50 FPS ist das Maximum in 4K von der GoPro Hero 7. Und die Farben lasse ich alle so, wie sie aus der Kamera kommen im ersten Gang, ohne Color Grading, ohne sonst was. Einfach mal so, wie die Kamera das für den Laien aufnimmt. Dann vergleichen wir das mal. Zusätzlich habe ich schon einen Akkutest gemacht. Da habe ich einfach mein Handy gefilmt beim Timer und geguckt, wann die Kameras jeweils ausgehen. Da habe ich in HD gefilmt mit ich glaube 25 Bilder in der Sekunde, das schauen wir uns auch gleich an. Also, los geht's. So, jetzt habe ich die GoPro in den Portune-Modus versetzt und im flachen Bildprofil ausgewählt, um damit zu filmen. Und bei der neuen Osmo Action konnte ich die Cine-like auswählen. Dieses Farbprofil hat man bereits bei den Drohnen schon dabei. Finde ich da auch einen Vorteil, falls man schon eine DJI-Drohne besitzt, dass man da zum Farbenmatchen da viel einfacher hat, als wenn man mit der GoPro 7 arbeitet, so wie ich das bis jetzt immer getan habe. Und lassen wir uns mal überraschen, was da jetzt für ein Bild rauskommt. Ich werde das Color Graden und das Schönste versuchen rauszuholen. Das zeige ich euch dann gleich. Los geht's. So, wir machen jetzt auch mal einen Mikrofon-Vergleichstest. Als erstes hören wir jetzt den Ton der GoPro Hero 7. Und jetzt hören wir uns den Ton der Osmo Action an. Wir laufen hier um den See. Ich hoffe, ihr könnt mich gut verstehen. So, jetzt sind wir zurück in meinem Büro und jetzt zeige ich euch kurz den Akku-Vergleichstest. Dazu habe ich die beiden halt mein Handy filmen lassen mit dem Timer und dann schauen wir uns jetzt mal an, was dabei rausgekommen ist. Ich habe die beide gestartet in HD mit ungefähr 25 Bilder pro Sekunde und ich war auch erstaunt darüber, dass die beide um die 2 Stunden durchgehalten haben. Die GoPro Hero hat 4 Minuten länger geschafft als die Osmo Action, aber eigentlich ist da die Akkukapazität in meinen Augen ziemlich identisch. Ja. So, da sind wir auch schon durch mit meinem Test und mein Endresümee ist, dass die Osmo Action dann doch eine recht gute Actionkamera geworden ist. Also mir gefällt das Bild
und auch die Tonqualität und der Stabilisator. Das, was ich nicht so gut finde, ist die Variante mit dem Akku, dass man da keinen Dritthersteller groß benutzen kann, weil ja der Akkudeckel fest zusammen ist mit dem Akku. Sonst gefällt sie mir ganz gut. Tauschen würde ich jetzt nicht. Ich finde aber auch die beiden Bildschirme vorne und hinten bei der Osmo Action sehr interessant. Und solltet ihr eine der beiden kaufen wollen, ich werde die Links dazu unten in der Beschreibung lassen. War schön, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns bestimmt beim nächsten Video wieder. Bis dann.